Starker Start in die Freiluftsaison. Der Olympische Sportclub Berlin läutet mit dem Wake-Up die Sommersaison ein. Der traditionelle Wettkampf ist in diesem Jahr breit aufgestellt mit Teilnehmern der Altersklasse 10 bis zu den Frauen und Männern, die sich darauf freuen, endlich aus der Halle zu kommen. Das ist für mich immer der erste Wettkampf in der Sommersaison. Und man kommt aus dem Winter und kennt nur Hallenbedingungen und man kommt hier immer an und läuft gegen eine Wand von Wind und ist es überhaupt nicht gewöhnt und hat aber so ein gewisses Feeling. Für viele steht nicht der Wettkampf gegeneinander, sondern die persönlichen Leistungen im Vordergrund. Tim Bechli kann bereits Erfolge aus dem Training sehen und ist zufrieden mit seinem Start in die Saison. Besser als letzte Saison schon zu der Zeit, besser auch eigentlich die 100, besser als letztes Jahr zum Ende der Saison. Also es ist bin ich auf einem guten Weg, ich habe Spaß und genau, die Ergebnisse stimmen auch. Trotz des starken Windes geben die Sportlerinnen und Sportler alles und werden dabei von Freunden, der Familie und dem Verein kräftig unterstützt. Ich habe jetzt hier auch ein paar Freunde da, die ein bisschen zuschauen und anfeuern und generell auch, man wird eigentlich hier bei jedem Lauf angefeuert, also das macht schon Spaß. Damit hat der OSC Berlins Leichtathleten wachgerüttelt und mit dem Wake-up für einen starken Start in die Freiluftsaison gesorgt.